Der Gärtner bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu farmen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu farmen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir Fragen stellen und kommentieren, dann komme ich dir was zurück und schaut Kanalinfo. Da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok und meine Homepage und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt. Das ist ein guter Kollege von mir. Lasst bei ihm einen Daumen nach oben da und ein Abo da lassen. Schaut bei ihm vorbei und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, ja. Und hier haben wir den Kaffee nochmal. Schaut der nicht schön aus? Schau, jetzt sitzt ihr den richtig. Ja. Tue ich immer ins Bild jetzt hinein, den Kaffee. Da ist das Hochbeet. Da sind die Tomaten, da hängen schon Früchte dran, da auch sind die Tomaten, Zucchini, Tomaten, Kürbis, wächst über den Apfelbaum, Maroni, Pinie, Dattel, Erdbeeren, Balkonblume, Granatapfel wächst, Orange, Mandarine, Granatapfel, Olive, da hängt ein Kürbis oder Zucchini, mir fällt der Name jetzt nicht ein, da sind die Mini-Gurken, schauen lecker aus, kann man essen, und da sind die, ist der Wein, Maracuja, ist gewachsen, Physalis, Mango, Avocado, ja, und Tomaten wachsen, und Paprika und Chili, alles mögliche wachsen, ganz gut. Da ist leider keine Physalis drinnen, aber da hinten. Sicher. Da ist eine Physalis. Schau, mein Experiment mit den Kokosnüssen. Muss ich immer Wasser wechseln, dann gelten. Und Maracuja und die Bananen. Und die rote Banane wächst wie komplett. Riesig ist sie schon. Und die Kokosnuss wächst ganz gut und die Papaya wachsen ganz gut. Bromelien und Ananas und Kaktusfeigen wachsen gut. Kaffee schaut ganz gut aus. Ja. Und die Stinkepflanze wächst ganz gut. Ja. So schaut es bei mir in die Höhe aus. Und das ist die Kiwi. Ja, schaut ganz gut aus. Und die Hortensie. Und so, die Rose hat irgendwas. Und die Hortensie wächst ganz gut. Ja, schaut ganz gut aus. So schaut es bei mir das Ganze aus. Und die Erbsen, was ich da drinnen gehabt habe, habe ich nicht schauen können. Das waren die Schnecken. Haben die aufgefuttert, habe ich gelassen zum Füttern. Ja. Lustig war das gewesen. Da war komplett 20 Schnecken oben. Komplett.
Aber ich tu kein Gift hernehmen. Ich bin Biologe. Biologisch. So, da ist der Kaffee nochmal. Wie am Anfang, der wächst auch ganz gut. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schreibt's mir gerne in die Kommentare, schaut's Kanalinfo und schaut's bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr und schaut's Kanalinfo vorbei, da findest meine Homepage und einen YouTube-Kanal vorbei. Das ist ein Kollege von mir. Lasst bei ihm einen Daumen nach oben da und ein Abo da lassen und teilt das Video mit euren Freunden, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf überall. Bis zum nächsten Video.